Ja, das ist nochmal ein richtiger Fernseher hier. Richtig schöne Größe. Der Schrank ist nur irgendwie blöd. Wäre so gar nicht mein Stil. Ein bisschen größer wird noch reinpassen, ne? Sage ich immer zu Freunden von uns. Die haben halt auch nur so eine Wand und unten ein Sideboard. Da sag ich mal, da passt ein viel größerer Fernseher hin. Und bei uns, da passt auch ein viel größerer Fernseher rein. Ne? Das wirkt ein bisschen verloren. Der ist schon, glaub, 52, 53 Zoll. Da. Hübsches Brautpaar. Tja, die hatten anscheinend auch mindestens zwei Kinder, ne? Wenn nicht sogar drei. Ja, Doppelbett, aber das kann ja schon Vorbereitung für die zweite gewesen sein. Aber da war ja noch das Beistellbett im Elternschlafzimmer. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer Wache. Ich hoffe. Hast du deine Tochter? Wir sind nicht verwandt. Wir sind Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja. Das ist der Ehre. Weggefährten, könnte man meinen. Oder sagen. Guck mal, hier kommen wir rein. Mit dem Messer. Na bitte. Gut. Na. Das hat sich aber direkt wieder gelohnt hier, wa? Ja. Der war auch ausgestattet hier, wa? Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics. Ja. Der freute sich. Ich finde auch diese Plakate, die sie so gemacht hat, echt super gut gemacht. Weil die Oberfläche von dem Fernseher, die ist komisch. Also das sieht ganz komisch aus. Hier voll wie nicht Driver, wie heißt das noch hier? Doch Driver? Transporter, ne? Das sieht doch mal voll aus wie Darden Stain. Das ist doch mal voll auf Transporter angelegt. Bisschen Alarm für Cobra 11. Das sind doch schon so richtig wie so Anspielungen auf richtige Filme, ne? Da oben, das da auch, dieses Wenngarnitz, das sieht auch, kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Ist schon wirklich cool gemacht. Muss ich schon sagen. Also, hier geht es ja noch weiter. Auch noch schöne Munition. Anderer Kram. Auch hier der Fernseher, also die Oberflächen, die hier versucht haben zu machen von den Fernsehern. Das ist ein komisches Ding hier drin, der Apparillo. Die sind schon irgendwie komisch, die Oberflächen. Da, ja. Tablettchen. Ein bisschen Heilung. War nicht irgendwas da? Da fehlen noch 10. Für maximal Gesundheit. Hier, das könnte, ne? Oh ne, Lauschmodus. Fertigungszeit. Das ist nicht so. Halttempo. Achso. Ich dachte ja von wegen mit dem Anschleichen, dass man noch leiser ist. Aber okay. Maximale Gesundheit ist das nächste. Dann Schwanken der Waffen. Okay. Haben wir das auch noch mitgenommen? Also, ich wollte noch was gucken hier mit Messer. Da muss ich noch eins herstellen. Guck mal, warum bei dem Messer, wo jetzt drei sind, nur zwei Punkte. Also hat das Messer nur eine Haltbarkeit oder was? Ja, eins ist hell, das andere ist nicht ausgedingst. Wie auch bei der Schlagwaffe. Schon ein bisschen komisch. Aber wenn ich jetzt hier machen will, geht nicht. Sagt dann nein. Ach, oh. Ich
Ich muss noch ein Medikit herstellen. Dann gehen wir mal zurück. Weil hier war ja noch was einsammeln. Haben wir jetzt alles. Toys. Halt, halt! Seid mal nochmal leise. Weg von dem Fenster. Sie hauen ab. Mann, der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Still. Wie weit ist es noch? Nicht weit. Nicht mal weit. Schon sehr spießig, die Regel hier. Und hier, da. Jack and Dexter. Das ist doch ein Spiel von Naughty Dog, ne? Board Game. Nimm doch sowas hier mit. Paar Brettspiele. Was ich auch irgendwie die Zeit vertreibe. Da, ein Uncharted Board Game. Ey, will ich haben. Geil. Das ist doch mal cool. Dann nochmal ein Uncharted. Guck mal, wie viele Uncharted hier sind. Nimm doch mal eins mit. Die Dinger hier, ne? Das haben wir auch. Eine für sich ja ganz praktisch, wo nicht so hart ist, aber da sammelt sich ein Dreck drin, das ist unglaublich, ey. Da drunter und zwischen jeder Ritze da von den Dingern, das ist echt Riete. Da kannst du immer, saugst du ab und unten drunter hast du trotzdem natürlich was und dann wieder auch in diesen ganzen Verbindungsstücken, Ritzen, da, ne. Das ist nicht so dolle. Ellie, gib uns Deckung. Na klar. Sam, wo sind die bleib bei ihr. Sie wollten okay. Nochmal alles absuchen. Sicher gehen, dass da nichts ist. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Ich sehe in diesem Bereich nach. Sieh da drüben nach. Kommt der hier hin? Ja. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Somit kann ich mich wahrscheinlich drum rumschleichen. Verdammt. Wirst du büßen? Hey! Du solltest auf Ellie aufpassen! Achtung! Kann sein, das waren nur zwei. Von drei. Mach dir mal den Rest. Muss Munition sparen. Hey! Ja, dann hätte ich auch das Ding ja nehmen können. Das war's. Nicht schlecht, Alter. Ja, ich hab's mir irgendwie anders vorgestellt, Alter. So, hier ist soweit nix. Da könnte ich natürlich jetzt auch wieder so ein Ding dran machen, ne? Machen wir mal. So. Ein Messer haben wir noch auf Reserve. Also zum Herstellen. Drei haben wir allgemein. Sollte nicht das Problem sein. Ja, jetzt hat die Stange hat jetzt
zweimal Messer. Und dann natürlich noch die volle Stange. Also besser geht es nicht. Ups. Ja. Nee, ich wollte eigentlich nicht. Oh, die klären das schon komplett alleine. Ich muss mich nur ein bisschen in Deckung bewegen. Okay, ganz alleine haben sie es dann doch nicht geschafft. Ich hätte eigentlich gedacht, die würden mehr schaffen, damit ich mir ein bisschen Munition sparen kann. Jetzt muss ich mich doch mal ein bisschen heilen. Oder vielleicht auch nicht. Machen wir erst, wenn es soweit ist. Ich hätte gedacht, ihr würdet mehr schaffen. Durch die Tür. Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Nur, ich habe einen Schlüsselmann. Und woher hast du den? Erstmal gucken wir mit den Sachen. Lucas Rios. Tja, erstmal mal gucken, ob hier noch was zu holen gibt, ne? Sieht aber nicht danach aus. War hier Schublade? Nein. So viel Zeug, nichts kann man gebrauchen. Oh, ein Zeichenbrett. Konferenzraum. Und da war was? Ja. Prozessnotiz. Es gab einen öffentlichen Prozess, nachdem ein paar Teenager aus unserer Gruppe diese Familie getötet hatten, die in unsere Stadt gekommen war. Ich war mir sicher, dass man sie bestrafen würde. Stattdessen meinte der Boss, sie hätten Vorräte für die Gruppe bestraft. Ich konnte gar nicht fassen, was ich da hörte, und das war noch nicht alles. Er ordnete an, dass sich alle abwechseln sollten, um andere Überlebende in dem Gebiet zu jagen und ihre Vorräte zum Camp zu bringen. Es folgte Stille. Wir wollten gerade gehen, als zwei Mitglieder der Gruppe anfingen, anzuschreien und gegen das neue Gesetz zu protestieren. Sie meinten, er hätte kein Recht, so etwas von uns zu verlangen. Dass dies nicht das sei, wofür wir kämpfen. Ich wagte nicht, mich zu rühren, als die einzigen, die Moral bewiesen, vor unseren Augen getötet wurden. Nächste Woche bin ich mit Jagen dran. Tja, das ist natürlich immer auch schwierig, ne? Keiner was sagt, dann passiert auch nichts. Und bin dann im Falschen angerät, dann war's das für dich. Ja, das ist, so, bin ich froh, dass ich nicht so eine Art von Büro arbeite. Und dann sowieso ja nur in Homeoffice. Was mir auch am ehesten zusagt. Ah, das habe ich auch schon so oft irgendwie erwähnt. Weiß nicht, ob es in diesem Let's Play... Aber auch schon zumindest einen anderen. So, 5 fehlen noch. Schade. Oh, der scheint aber zu hinken, oder? Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm, sieh dir das mal an. Ups. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten. Bewachen die Scheißbrücke.
Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wow. Alles gut. Au! Oh. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Können wir nur hoffen, dass keiner gefangen wurde und den Standort des Treffpunkts verraten hat. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Ja, erstmal nochmal gucken, ob es hier nicht irgendwas gibt, ne? Hast du das schon mal gemacht? Ja. Wie beruhigend. Sehr cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Von da sind wir reingekommen. Tatsächlich gibt es hier nichts. Mit dem Licht wäre ich ein bisschen vorsichtig, ne? Wenn die da draußen Wache stehen, könnten sie das Licht sehen. Da und dann Bewegungen halt hier auch, ne? Da sind immer diese Türsperren dran. Das sind sie überall, da wird diese Türsperren installieren würden, dann erstmal. Da. Das brauche ich. Ja, das war anscheinend das Büro, was die Brücke gebaut hat, wa? Spenzür. Mhm. Oben oder da unten? Ja. Da ist natürlich wieder irgendwas vorgestellt. Da wieder so eine Türsperre drin. Wahnsinn, die müssen ja riesige Bunkeranlagen haben, nur mit Türsperren, die Amis. Ja, guck mal, da ist eine Treppe. Überhaupt das Geländer geht sogar noch da rum. Schon fragen, warum sind wir jetzt so geduckt? Schleichen uns an sie ran. Hey, komm mit dir nach. Okay. Alles klar? Ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spur von den Eindringlingen. Glaubst du, sie sind noch in der Stadt? Ja, die sind noch hier. Ich den linken, nur den rechten. Okay. Ich drehe noch eine Runde. Das war's. Okay, kommt alle weiter. Die drehen keine Runde mehr.